Willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Division 2. Wir sind tatsächlich mal wieder vor einem geheimen Auftrag, den wir anscheinend auch machen können. Ja, es geht tatsächlich. Schwierigkeit ist immer noch Story, also man kann immer nur als erstes auf Story spielen und dann im Nachhinein immer die Schwierigkeit auswählen. Einsatzdirektive. Ach, schau mal, wir Agents richten plus 25% mehr Schaden durch Sprengsätze an. Ja. Nehmen wir doch mal so mit, oder? Ich glaube, dafür gibt es auch eine Trophäe, wenn man mit so einer Direktive spielt. Schauen wir mal so. Der eine Geheimauftrag, den wir bisher gemacht haben, ist der einzigste, den ich gespielt habe. Alle anderen, inklusive den hier, bin ich blind. Kenne ich alle nicht. Also, das wird auch für mich jetzt ziemlich cool, dass wir uns immer reinziehen. So. In der Botschaft ist eine Menge los. Der sicherste Weg führt durch den Wohnflügel. Erreichen Sie den abgestürzten Heli und sehen Sie nach, ob Sie etwas bergen können. Alles ganz gechillt. Was ist das hier, die mexikanische Botschaft oder was? Embajada de Mexico. Ja, genau, es ist die Botschaft, Embassy. Ah, das steht ja sogar da oben, das Botschaftsviertel. Ja, moin. Nicht gelesen. Oh, da ist einer. Ist einfach hier scheißen gewesen, die Sau. Oha. Regelwerk: Der mexikanische Botschafter Arturo Lechuga diskutiert über die Zuwanderungspolitik im Falle eines Ausbruchs. Ich weiß, wir hatten so unsere Differenzen, aber es geht nicht um Einwanderungspolitik, sondern um Quarantäne. Einige dieser isolierten Gemeinden hatten noch nie Kontakt mit den Masern oder MRSA. Selbst wenn ihre Leute nicht infiziert sind, könnten sie gefährlich sein. Ich will mit ihnen zusammenarbeiten, aber wir müssen sicherstellen, dass wir keinen zweiten Ausbruch verursachen. Sarah soll Untersuchungen durchführen. Wenn die Flüchtlinge gesund sind, tue ich mein Bestes. Wir werden bezahlt. Digga, was stimmt eigentlich mit euch nicht? Shit. Oben habe ich Zufuhr gefunden. Das sollte unser kleines Problem lösen. Mist. Unser Pilot lebt noch. Espinosa hat von tollen Vorräten geredet, aber ich wusste nicht, dass er Sprengstoff meint. Ergibt aber Sinn. Während einer Evakuierung will man keine explosive Munition mit sich rumschleppen. Ab jetzt tickt die Uhr, Agent.
Identifizierung der mexikanischen Botschaft erforderlich. Sicherheitsfreigabe Stufe 3. Oh, die dritte brauchen wir. So schlecht. Militärische Sprengstoffreste entdeckt. Whoa.
Verdammt, sie haben den Sprengstoff. Zurück zum Atrium. Wir müssen unseren Piloten retten. Tja, die Frage ist, wo ist die Security Card 3? Okay. Wir müssen nochmal zurück tatsächlich. Gerade mal geschaut, dass wir nichts verpassen. Zwar haben wir hier hinten schon was verpasst. Schon ordentlich. Familie, Botschafter LeJuga informiert Agent Espinosa über seine Optionen im Ausland. Sie müssen nicht hier bleiben. Danke für das Angebot, aber ich gehe nirgendwo hin. Sie haben Familie in Mexiko. Sie würde sie sicherlich aufnehmen. Hier habe ich auch Familie. Zwar keine Blutsverwandten. Aber doch Familie. Und die vertrauen darauf, dass ich auf sie aufpasse. Und wer passt auf sie auf? Kelso. Sie ist zu stur, um mich sterben zu lassen. Keine Sorge. Oh shit. Danke für die Rettung. Gut, dass Sie rechtzeitig da waren. Falls die Explosion mich nicht umgebracht hätte, hätten die es getan. Also, noch nicht vorbei. Wir kriegen Besuch. Hilfe!
Holy shit. Das ist so schon ordentlich. Geschafft. Tja, der Heli fliegt nirgendwo mehr hin. Bevor Sie aufgetaucht sind, war ich sicher, dass ich hier nur im Leichensack rauskomme. Ich kehre zur Basis zurück. Wir sehen uns, Agent. Alles drin. Agent Espinosa trifft Agent Kelso. Aktiviert. Hübsche Uhr. Ja, Ihre auch. Schön, dass Sie noch orange sind. Praktisch, nicht? Haben Sie schon einen Partner? Eigentlich nicht. Man weiß ja auch nicht mehr, wie man vertrauen kann. Ja, hätte nie gedacht, dass wir jemals aktiviert werden. Aber die Checks waren nett. Haben Sie einen Namen? Oder soll ich Sie weiterhin Agent nennen? Sorry, ja, Espinosa. Kelso, versuch nicht mich zu verarschen, Espinosa. Ich mag die Kelso. Ah, hier haben wir unseren Sicherheitscode 3. Identifizierung der mexikanischen Botschaft. Sicherheitsfreigabe Stufe 3. Sie sind noch durch kein Gebiet mit dieser Sicherheitsfreigabe gekommen. Das muss der Zugang zu einem anderen Gebäudeteil sein. Ja, und da müssen wir hin. Hoodie, Agent Espinosa und Agent Kelso überleben ihre erste Schlacht. Geht's? Alles noch beisammen? Ja, alles gut. Brauche wahrscheinlich eine neue Ausrüstung. Aber sie hat gehalten. Gott segne die kugelsicheren Hoodies. Ja, oder? Danke, dass du aufgepasst hast. Du musst mir nicht danken. Ich weiß. Nun, ich muss jetzt wohl los. War schön, mit dir zu arbeiten. Ja, wir sind ein ziemlich gutes Team. Ja, das sind wir. Vielleicht sollten wir weiter zusammenarbeiten. Das Handbuch hat nichts dagegen. Willst du meine Partnerin sein, Kelso? Klar. Aber nicht im Bett. Oh, Mann. Exit, do not block. Tja, wir sind einfach smarter. Rucksack-Trophäe, Muffin. John Yazzie ist unser bester Pilot. Dank Ihnen kann er bald wieder fliegen. Wenn ich dann einen Heli für ihn habe. Gute Arbeit, Agent. Na, wir haben auch alles jetzt eingesammelt. Sehr gut. Abflug. Espinosa und Kelso. Ehemalige Partner.
Okay. Dann gehen wir zu diesem Kontrollpunkt. Und befreien den. Auf ganz entspannt. Da ist schon wieder los. Pestilenz, die müssen wir doch mittlerweile eigentlich auch schon ein bisschen gelevelt haben, ne? Was, so ein bisschen nur? Bro, willst du mich verarschen oder was? Oh, scheiße. Alter, von hinten. Schwer gepanzerter Feind erkannt.
Na, wo bleiben sie denn? Ey, die schlafen aber auch schon wieder komplett ein. 20 Jahre, bis sie da sind. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Eine Aug. Hier kriegt man nicht oft einen Agent. Uns gehen die Vorräte aus. Schwer gepanzerter Nachschubkonvoi erkannt. Oh, direkt vor uns. Oh ja, ich habe was für euch. So, hier haben wir noch eine Technologie. Verbündeter Nachschubkonvoi in der Nähe. Echo in der Nähe. Ne Echo. Tun müssen. Danke. Also, Sie waren Teil der ersten Welle in Manhattan? Ja, und davor war ich Rettungssanitäter. Caleb ist bescheiden. Er war am Ground Zero. Das ist nicht der Grund, warum wir hier sind. Wie war die Lage in New York, als Sie aktiviert wurden? Ist aktivieren das richtige Wort? Ja, das passt. Sie müssen wissen, dass die ganze Stadt in Panik war. Es sind buchstäblich Leute auf der Straße gestorben. Da waren mehr Leichen, als man wegräumen konnte. Und wir waren mittendrin, um die Flut aufzuhalten. Wollten Sie hier aufgeben? Fahnenflucht? Wissen Sie, wenn die ganze Welt um einen herum zusammenbricht und es nicht so aussieht, als könnte man irgendwas dagegen tun, dann denkt man natürlich daran, sich selbst zu retten. Einige haben das, wir nicht. Warum? Meine Familie. Was meinen Sie? An dem Tag, an dem ich eingefordert wurde, verließ ich meine Familie. Ich hatte eine kleine Tochter, einen Ehemann. Egal, ich wurde gerufen. Verbündete Kämpfer. Und dieses Opfer muss doch etwas bedeuten. Ich werde das nicht wegwerfen, nur weil es nicht einfach ist. Bereuen Sie, dem Ruf gefolgt zu sein? Natürlich bereue ich's. Aber ich hätte es auch bereut, wenn ich ihm nicht gefolgt wäre. Tja.
verbündete Kämpfer in der Nähe. So, machen wir das hier. Kriegen wir das Campusverbesserung in die Schule dann auch? Informationen zu einem drohenden Outcast-Angriff auf die Community im historischen Viertel. Gehen Sie dorthin und beschützen Sie sie. Kommen wir nicht rüber? Können wir irgendwie außen rumlaufen, oder? Da auch viel Zeug rum, ey, meine Güte. Nimm alles mit, Olli. Ich will alles haben. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Hm, nice. Trauerberatung Henry Hayes gibt Ratschläge und rüstet eine Zivilistin auf dem Campus. Was soll ich nur tun? Du hast getan, was du konntest. Er rutschte einfach weg. Den einen Moment schaute er mich an und dann war er fort. Outcast in historischen Viertel. Es herrscht Chaos. Rücken Sie aus, Agent, und neutralisieren Sie alle Feinde. Wenn wir Glück haben, gibt es noch Überlebende. Dann säubern wir mal das historische Viertel. Sollten wir wohl hinkriegen. Die Pestilenz kriegt wieder ordentlich. Zivilisten erkannt. Könnten Überlebende sein. Sehen Sie nach. Was brauchst du? Das könnte irgendjemand sein. Keine Sorge. Was ist denn der Rücklauf? Die halten die Leute. Hallo. Übereinstimmung gefunden. Gegenstand entdeckt. Wir plündern mal kurzere Sachen. Teddy von Theodore Teddy Roosevelt. Ein Relikt aus einem der Museen von DC. Der Teddy von Theodore Teddy. Das ist hier crazy. Pumpgun, Alter. Outcasts stürmen den östlichen Sektor. In einer Sekunde komme ich rein. Und ich schwöre, dann bringe ich jeden... Thank you.
Am Südflügel steigt Rauch auf. Gehen Sie dahin, Agent. Oh shit. Er springt dann wieder unten, WTF. Feinde sammeln sich im Innenhof. Unterwegs. Schickt ein Team, das die Überlebenden zum Campus begleitet. Es sollte in Kürze eintreffen. Gute Arbeit, Agent. Holy moly. Was ist das hier? Elite-Patrouille. Okay. Oder würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, euer World Gamer YouTube. Ciao.